Entschuldigen Sie die Störung. Wir wollten Sie dann noch mal was fragen. Ja, Sie haben mich gestört. Ach nee? Sie waren ziemlich laut. Ja, ich habe Fernseher geschaut. Ja, Sie können glauben, was Sie wollen. Ohne so einen Besuchungsdurchschluss muss ich hier gar keinen reinlassen. Nein, natürlich nicht. Ihr Nachbar, Herr Krämer, dem ist gestern Nacht ein wertvoller Baum aus dem Innenhof geklaut worden. Also das Gestrüpp ist wertvoll, oder was? Ja, ja. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Freund oder Ihr Partner irgendwas damit zu tun hat? Ich bin Single. Und mit wem haben Sie dann gerade Fernsehen geguckt? Haben Sie was auf den Ohren, oder was? Ich hab doch gerade gesagt, da ist keiner, oder? Also, ich hab was auf den Herd, ja? Auf Wiedersehen! Ups. Ja. Hund zerstört? Die Bullen. Marie! Hey. Ich mach überhaupt die Sachen. Du kannst ruhig auch mal was arbeiten, weißt du? Die Miete zahlt sich nicht von selber. No problem, darling. Aber Juanito, wart lieber, bis die Bullen weg sind. Ich muss immer für zwei, wenn ich mit meiner nicht fliege. Na, ich pumps dafür für zwei.